Hallo und herzlich willkommen zurück zu Yonder the Cloudcatcher Chronicles. Ja, und heute würde ich gerne eigentlich die Fragezeichen machen, die Ausrufezeichen. Hier würde ich gerne auch mal ins. Das mal rausnehmen. Yeah. So, denn du hast entdeckt Groffelmilch. Sehr schön. Und dann würde ich sagen, begeben wir uns doch einfach mal auf die Reise. Wo haben wir die Hand? Da ist er. Und versuchen mal. Das sind Fragezeichen. Und Was? Was ist er denn? Hast du meine Groffels gesehen? Sind Prinzessin Glitzer. Was? Was sind Prinzessin Glitzer? Fluffykins und Mr. Peabody. Die sind solche Lauser. Meine Groffis. Wir wollten gerade unseren Morgentee trinken und Kleider anprobieren. Da waren sie plötzlich weg. Ha. Ich weiß, dass du mir helfen wirst. Fluffykins wird ganz verängstigt sein. Eine Spur von Schleifen wird dich direkt zu ihr führen. Oh Gott, wie war... Jetzt muss ich erstmal... Kurzsichtslose Wesen. Okay. Können wir jetzt nochmal? Ah. In letzter Zeit ist es schwierig, in Bad Arbreckern Dekorationwaren zu bekommen. Mhm. Und hier ist aber noch ein Fragezeichen. Das scheint eher auf dem Berg hier oben drauf zu sein. Kommen wir da irgendwie hoch? Warum? Nee, so lang nicht wahrscheinlich. Dann machen wir mal. Da war was. Ach, ein Ast. Nehmen wir mit. Und dann gucken wir mal, ob wir irgendwie... Hier ist noch eine Blume. Die nehmen wir noch mit. Da ist noch ein Ast. Den nehmen wir noch mit. Ach, guck mal hier. Mit der Sense kriegen wir das weg. Seide. Und da ist Dunkelheit. Den Hammer. Da ist er. Oh. So, dann haben wir wieder ein Kitten entdeckt. Den kriegen wir nicht kaputt. Aber das hier. So, die Pilze können wir mitnehmen. Und das können wir mitnehmen. Du musst die gefundenen Geister einsetzen, um die Düsternis zu entfernen. 6. Alles klar. Werden wir also noch eine Weile brauchen für. So, da ist auf jeden Fall so ein Dings. Die Frage ist natürlich. Welche. Also die Groffels scheinen ja, wenn denn, hier irgendwo rum zu oxidieren. Irgendwo hier in dem Bereich müssen sie ja sein. Hier wollte ich jetzt gerade meine andere Mission machen. Ist hier ein Groffel irgendwo? Zumindest nicht zu sehen hier. Da hinten springen welche rum. Aber die sind ja eher bei meiner Farm. Ach, guck mal hier. Scheint, als wäre Fluffykins nach Süden gegangen. Ah, alles klar. So, hier können... Sind wir hier? Hallo, hallo? Das können wir nicht nutzen. Gut, alles klar, hätte ja sein können. Oh Gott. Eigentlich wollte ich was ganz anderes machen. Jetzt nicht so ein Viech suchen. So, die Steine. Okay, jetzt gehen wir hier immer durch das Tal durch. Wir hätten mal oben lang gehen sollen. Kommen wir irgendwie oben lang? Da kommen wir nicht lang.
Ich würde gerne oben lang gehen. Aber schnell mal mitgenommen. Oder hier. Hier könnten wir auch Glück haben. Denn lieber hier lang gehen. Mal sehen. Da ist doch was. So, den Stein lassen wir mal. Hier ist Düsternis. Dann. Ja, das klingt jetzt ein bisschen. Ein bisschen verkehrt hier irgendwie, muss ich mal so sagen. Alter, was ist denn das für ein Spiel? Ich so, wir suchen eine Schleife. Eine Schleife. Ist hier irgendwo eine Schleife? Hier nicht, hier nicht. Oh, guck mal hier. Können wir allerdings noch nicht abbauen. Da steht in der Sinus rum. Steht auch einer. Furzmoor. Stinkende Blumen verboten. Furzmoorsumpf. Mondseidenblume. 1 von 8. Aha. Die das hier oder was? Nee. Da scheint die Schleife zu sein. Yep. Scheint, es wäre Fluffykins nach links diesen Fluss entlang gegangen. Halte auch schon nach einem Groffel. Würde gerne erstmal hier. Aber. Achso, das fass ich ihn hoch. Wie nur sonst nie. So, hier könnten wir jetzt angeln. Nach links diesen Fluss. Weißt du, ganz ehrlich. Kann ja denn bloß hier oben irgendwo sein. Da kommen wir natürlich nicht hoch so schnell. Der ist ja hier lang gewatschelt. Ja, der ist hier lang. Hey, ernsthaft. Also wirklich. Okay. Moment. So, jetzt hat man kurz hier raschelt. So, dann müsste hier eigentlich irgendwo ein Groffel rumoxidieren. Ja, da hinten ist eins. Bringe Fluffykins zurück. Ah, Fluffykins, deine Schleifen und Fußbänder. Bänder sind weg. Du musst furchtbar traurig sein. Eine Umarmung hilft. Oh. Danke, dass du Fluffykins gefunden hast. Als nächstes ist Mr. Peabody dran. Sein schicker Zylinder müsste hier irgendwo in der Nähe sein. Du hast entdeckt übergroße Schleife. Di-di-di. Ja, irgendwie alle hier auf einer Ecke irgendwie. Da ist der übergroße Zylinder. Mr. Peabody ist definitiv da lang gegangen. Naja, dann. Flitzen wir mal nochmal zurück nach Hause. Das ist bestimmt, den haben wir bestimmt gefangen. Schon schön eigentlich hier. Hier ist nochmal Dunkelheit. Wenn wir die beseitigen, muss die gefangenen Geister einsetzen. 3 von 6. Alter. Aber ich höre eine Katze. Ist bestimmt da drinnen irgendwo. Da ist so ein Fuchs. Da ist der übergroße Zylinder. Und die Katze ist 100 Pro da drinnen. Da sitzt sie hier eventuell irgendwo. Ne, hier ist sie auf keinen Fall. Na gut, dann machen wir erstmal eh nur diesen hier. Okay, jetzt scheint Mr. Peabody nach links gegangen zu sein. Halte auch schon nach einem Groffel.
Wir sind die ganze Menge Groffels. So, dann schauen wir doch mal. Er muss ja hier irgendwo sitzen. Da ist er doch. Und hier sind auch noch jede Menge Kisten. Aber nichts zu holen. Bring Mr. Peabody zurück. Sieh dich an, Mr. Peabody, wie du aussiehst. Ohne Hut, keine Sorge. Bald bist du wieder so süß wie eh und je. Danke, dass du Mr. Peabody gefunden hast. Jetzt fehlt nur noch Prinzessin Glitzer. Eine glitzernde Spur wird dich zu ihr führen. Du hast entdeckt Zylinder. So, eine glitzernde Spur. Ja, das war mir doch fast klar, dass sie hier drinnen in der Höhle ist. Prinzessin Glitzer ist ins Grasland gegangen. Wahrscheinlich hat sie Hunger. Lalala. So, eine glitzernde Spur. Haben wir hier irgendwo... Da sind Kisten auf jeden Fall noch. Die, ja, die... Bam. Stoff. Und Eisenerz. Sehr schön. So, und wir suchen aber immer noch eine glitzernde Spur. Da nicht. Verdammt. Wo ist die? Da drinnen irgendwo? Nö. Da oben eventuell, dass er in Höhle gewartet ist, aber das kann ich mir eigentlich beim besten Willen nicht so wirklich vorstellen. Nö. Aber ich sehe auch keine. Da oben drauf. Aber eigentlich auch eher unwahrscheinlich. Bleierz, sehr schön. Ding, 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 ding. So, wirklich. Sieht blind oder was? Ich meine, die müsste ja eigentlich auffallen hier. Müsste ja wirklich gut auffallend sein. Hier irgendwo eine glitzernde Spur wäre. Hallo? Aber da unten glitzert nichts, hier glitzert nichts, da glitzert nichts. Hier ist nirgendwo was am Rumglitzern. Verdammt. Hier ist die Mii-Aktion wieder. Brauchen wir allerdings noch nicht. Denn das wie sein? Hier nicht, hier nicht, hier nicht. Da auch nicht. Lalalala. Ist da oben war doch ohne zu sehen. Ach, kick mal hier. Scheint, als wäre Prinzessin Glitzer nach Fairmont gegangen. Wer weiß, was sie dort vorhat. Halte auch schon nach einem Groffel. Alter. Mitten im Gras versteckt, ey. Auch nicht schlecht. So, dann sollte die ja hier irgendwo rumoxidieren. Ein Groffel. Groffel, Groffel, Groffel. Hier nicht, hier nicht. Wenn ihr mal hier hochgeht. Da hochgehen. Wenn
wenn es so dunkel ist, ist es auch immer blöd. Du siehst denn immer so wenig. Könnte die hier irgendwo sein? Wow. Ja, sehr schön. Da nicht. Da unten ist zwar eins, aber das ist schon nicht mehr im Einzugsgebiet. Kann also nur irgendwo... Glitzer. Aber Namen sind hier echt, ja. Da sind die beiden Händler, da ist er wieder. Lachen, wenn die jetzt so. Ja. Sehr schön. Oh. Ich habe alle meine süßen Kuschelbuschelgroffels wieder. Wir werden so viel Spaß miteinander haben. Ich habe neue Kleider für euch. Und ich schneide euch die Haare. Hey, wo lauft ihr hin? Sie sind schon wieder davon gelaufen. Warum machen sie das? Vielleicht ist Hirten doch nicht das Richtige für mich. Weißt du, ich wollte eigentlich schon immer Mode machen. Was ist es? Groffelmode. Hier für dich. Kutzis. Kutzis Schulschein. Wenn wir uns das nächste Mal sehen, bekommst du von mir etwas Supermodisches dafür. Nö, warum nicht? Nehmen wir doch gerne an. Nun, eigentlich wollte ich zur Hauptmission gehen. Blum. So, kurz den Schuldschein haben wir auch gekriegt. Nun, eigentlich wollte ich der Hauptquest folgen. Und so wie es aussieht, wir sind schon wieder hier bei uns, bei unserem Bauernhaus. So, er soll sich angeblich hier um unsere Viechers kümmern. Was ist denn das? Ernsthaft. Hier liegen. Jetzt muss ich mich darum kümmern, dass die. Ernsthaft. Na gut. Ich denke, er macht das hier. Was ist der denn für eine Wurst? Ganz ehrlich. So, wo wollten wir eigentlich hin? Da hinten. Ding, ding, ding. Zwei verfügbare Aufgaben. Ding, 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 ding. Das haben wir. Auf der Suche nach dem Ursprung und Furzmoorsumpf. Wir könnten natürlich auch erstmal das machen. Mondseidenblume. Die haben wir durch Zufall nochmal mitgenommen irgendwie, aber nicht. Nicht wirklich bewusst gesammelt, das Ding. Na, mal gucken. So, den. Ach so, da müssen wir so rumrennen wieder, stimmt. Da war ja was. Wer ist er denn? Cool. Aber ich scheine schon gefunden zu haben. Ding, 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 ding. Ding, 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 ding. Und da sind wir im Furzmoorsumpf. Die Namen, Alter. Ernsthaft, echt. So, da haben wir die Ahnen. Da unten geht wahrscheinlich in die Wässer. Und hier Blumen. Alles, ob die hier gemeint sind. Wenn wir die mit der Sense vielleicht? Nee. Stinkende Blumen verboten. Mondseidenblume. Die Frage ist, wo finden wir die? Wenn die Aufgabe führt uns zwar hier hin, aber hier finden wir doch die Mondseidenblume. Ich kann mir absolut nicht vorstellen. Hier könnten wir wieder angeln gehen. Wer ist er denn? Angler!
Gib mir 5 Fische und ich gebe dir etwas Tolles dafür. Gut, dann würde ich sagen, bei dem Alfredo bleiben wir doch mal. Und dann wollen wir doch mal schauen, ob wir hier nicht ein paar Fische jagen kriegen.